Servusle, grüßt euch. Willkommen zurück bei Portal Knights mit eurem Voucher, mit dem Bobbesle. Das Bobbesle habe ich ein bisschen angepasst, Leute. Ich habe hier gerade, weil ich doch auf der Welt immer so viel abtrage, mal die komplette Bergbauausrüstung hier gebastelt. Ich habe jetzt aber noch nicht geschaut, ob es einen Ring gibt und ein Cape. Auf jeden Fall hier mit Abbauschaden und mit Haltbarkeitsverlustreduktion und so, komme ich hier richtig super klar. Ich brauche keinen Schleifstein mehr fast. Also bis jetzt, seit ich es angezogen habe, brauche ich keinen Schleifstein mehr. Und das Ergebnis, ne? Ich habe in der gleichen Zeit viel schneller wieder so einen Haufen Erde. Die gehen wir jetzt auch verkaufen. Also ihr seht schon, das Land wird langsam flach. Hier ist jetzt noch ein etwas höherer Hügel. Den machen wir auch noch weg demnächst. Aber ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob das Projekt so reibungslos klappen wird die nächste Zeit. Guck mal, ist doch noch einiges, ne? Aber wie gesagt, es geht ja auch darum, hier ein bisschen an Gold zu kommen. Jetzt hauen wir hier erstmal ab. Aber wir gehen in die... Ich muss was verkaufen, ne? Ich glaube, warte mal, lass mich mal überlegen. Hier war auf jeden Fall ein Händler. Das war ja meine Welt in der ersten Staffel. So, und dann würde ich sagen, heute bauen wir ein bisschen. Wir gucken mal, welches Event ist. Vielleicht können wir noch geschwind ein Event zwischen rein machen. Es fehlen jetzt nur noch minimale EP bis zum nächsten Level ab. Da freue ich mich auch drauf, ne? Das ist ja noch eins der Dinge, die wir erledigen müssen. So, Bobesle, such den Händler. Ich glaube, der war unterirdisch. Der war unterirdisch. Letztes Mal habe ich den recht schnell gefunden, weil es dunkel war, ne? Da hat es dann so ein bisschen rausgeschimmert. Ich glaube, da hinten könnte es runtergehen. Den hatten wir nämlich in der anderen Welt auch. War es hier oder war es hier nicht? Nein, hier war es nicht. Ah, das ist natürlich doof, ob ich den gleich finde. Irgendwo ging es hier runter. Ich weiß nur nicht wo. Runter zum Gunther. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Razor, glaube ich, oder Razor. Jetzt ist nur die Frage, wo. Müssen wir ein bisschen ausschalten. Also in dem Häusle ist er nicht drin. Hier unten war das Portal. Da vorne ist es. Haben wir es doch schon. Ich habe hier natürlich auch ein bisschen Baumwolle besorgt. Musste ich für die. Ne, hier war es dann doch nicht. Hallo? Ey, wo wohnt der Razor, Leute? Das muss doch hier irgendwo gewesen sein. Schalala, schalala. So, dann war es entweder in dieser Hütte da hinten und ich glaube fast, das war die Hütte, weil mehr Hütten hat es hier ja gar nicht. Da geht es, glaube ich, runter, oder? Razor? Nein, doch, da ist es. Ein bisschen gedauert jetzt. Aber ist okay, dann haben wir zumindest gleich mal die Taschen leer, weil die Erde verkaufe ich hier immer. Da steht er, im Schatten. Razor, Razor, okay, ohne R. Handeln, alles klar, jetzt hauen wir das Zeugs hier kurz weg, zumindest mal die Erde. Was brauche ich denn noch nicht? Hier, das haben wir auch noch bekommen. Porträt von Erzmagier Lindor, das muss ich noch lernen. Da können wir, glaube ich, unser erstes Bild malen, ne? So, von den grünen Portalsteinen haben wir auch schon mittlerweile genug. Das kann alles jetzt weg, das brauchen wir erstmal nicht mehr. Hier, guckt euch das mal an. Wie viel Kohle das dann gleich gibt, weißt du? Und es geht voll schnell mit den Bergbauklamotten. Jetzt müssen wir uns natürlich immer umziehen, wenn ich die Aktion hier gemacht habe. Das heben wir auf. Da brauche ich vielleicht für den Boden noch ein paar Beeren. Hier haben wir auch noch mal ein paar Blöcke. Immer schön weg. Guck dir das an, Alter. Ah ja, klar, da kriegt man halt Kohle zusammen. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich mit der ganzen Erde machen soll. Ich habe ja sogar schon fast eine komplette Kiste Erde eingelagert. Von daher haue ich die jetzt hier einfach mal weg. Das können wir auch verkaufen. Sind wir bei 30.000 Gold. Ist natürlich ein Wort. Da können wir vielleicht demnächst mal die Haustiere kaufen gehen. Hier habe ich noch ein bisschen Stoff übrig, das lagern wir gleich ein. Obsidian hat sich tatsächlich gelohnt, dass ich unterwegs war. Hier ist noch mal Erde. Da kommt noch mehr Erde. Alterle. Ja, das fehlt jetzt alles halt auf der Welt, ne? Also ein bisschen kommen wir vorwärts. So, Razzo, mein Freund. Und jetzt auch noch, jetzt heute benutze ich es tatsächlich das erste Mal zur Heimat. Danke für die Hinweise. Ich habe da immer auf der Welt gesucht. Aber, jo, das ist bei mir halt so, wenn ich an irgendwas mal gewöhnt bin, dann gucke ich da auch gar nicht mehr nach anderen Lösungen oder sowas, weißt du, solange es mich nicht nervt. Wenn mich das jetzt gestört hätte, hätte ich es bestimmt schon rausgefunden. Aber so ist es natürlich schneller und einfacher. Und jetzt, wo ich das weiß und probiert habe, denke ich, werde ich da öfters drauf drücken. So, passt auf. Da haben wir auf jeden Fall für unseren dunklen Turm einen Haufen Zeugs rangeschleift. Hier habe ich noch ein Holzregal und Holz haben wir, glaube ich, hier unten mittlerweile drin, weil das andere voll war. Dann hauen wir das Holz hier rein, dann hauen wir die Stoffe noch weg, landen das Rezept und dann geht's weiter. Ah, guck mal, hier habe ich sogar schon von der letzten Runde ein bisschen übrig. Das nehmen wir jetzt alles mal hier rein. Andere Erze hatte ich hier nicht, ne? Nee. Hier oben waren die Stoffe drin. Die können natürlich alle hier weg. Und da wir Stoffboten auch daraus gewinnen können, mache ich das hier rein. Die kann ich auch noch einräumen. Der Stoff kommt hier rein. Dann hatten wir noch, ne, da habe ich keine gefunden auf der Welt. Da gibt es keine. Hier sind die Knochen drin. So. Ich konnte auch übrigens mit der Bergbauausrüstung Schaden genug machen, um die Mobs tatsächlich auf der Abbauwelt zu besiegen. Also da muss man sich dann, habe ich erst überlegt, weißt du, ob das reichen wird. So, das Rezept haben wir gelernt, wunderbar. Hier ist auch ein Event, noch eine Stunde, das machen wir gleich mit. In der Zeit lassen wir das Gold hier durchlaufen und die Portalsteine, die habe ich auch wieder eingeräumt hier. So,
Der Andreas hat auch mal reingeschaut in das Geheimversteck. Ne? Mittlerweile wissen wir ja, dass es in dem Verlies hinter den Fässern einen Geheimgang gibt. Aber da war die Portalquest nicht. Ne? Da muss ich nochmal nachlesen, wo genau die war. Jetzt pass auf, ich habe da noch eine Kiste hier irgendwo hingesetzt. Eine frische. Oder habe ich eine einfach ausgewählt? Ne, ich glaube, die da habe ich frisch gesetzt. Genau. Ausrüsten. Ausrüsten. Siehst du? Dann brauche ich hier das Ding nämlich bloß tauschen immer. Jetzt müsste sie theoretisch gut ausgerüstet sein. Sie hat ihr Zeugs an. Das Einzige, was ich jetzt nicht habe, ist den Bergbauhelm. Den sollte ich natürlich mitnehmen, damit wir was sehen. Ne? Was machst denn du? So nebendran war es. Hier. So, alles klar. Die Geschichten haben wir. Jetzt machen wir uns Gold. Jetzt machen wir uns als erstes mal Goldbarren. Ne? Mit Goldbarren fängt ja alles an. Da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen bauen in der Zeit. Hier. Hier. Wie viel kriegen wir noch raus? Ja, weißt du, für unsere Goldtreppe hinten, da brauchen wir schon ein paar. 29, das ist doch schon mal ein Anfang. Wie schnell läuft das durch? Ja, das geht. Das geht. Jetzt überlege ich gerade, sollen wir wirklich bauen gehen? Aber wir brauchen ja erstmal das Gold, ne? Wir brauchen erstmal das Gold. Außerdem würde ich gerne das Event heute machen. Da habe ich jetzt mehr Lust drauf gerade. Da würde ich sagen, wir fangen damit an. Solange das Gold aber da durchläuft. Ja gut, wir müssen warten. Ohne Gold kann ich da hinten ja nicht bauen. Die Treppe ist ja das nächstliegende, ne? Ja, da warten wir. Es sei denn, wir bauen einfach hier an dem Turm weiter. Das können wir natürlich machen. Muss ich nur schauen. Hier waren 129 Blöcke noch und Kupferblöcke haben wir auch noch. Ja super, dann machen wir hier doch gerade weiter, bis das durchgelaufen ist. Lalala, schalalala. So. Ja, dann machen wir eine gemütliche Runde heute. Ein bisschen bauen, ein bisschen Zeugs einschmelzen. Muss man ja auch machen. Ich habe halt jetzt überlegt und abwiegen müssen. Jetzt nehme ich euch mit zum Abbau eine halbe Folge. Oder nehme ich euch mit zum Einschmelzen. Aber ich glaube, das Abbauen wird auf Dauer langweilig. Das muss man mögen. Ne? Da einfach stupide rumsausen. So, pass mal auf. Hier ist auch die Decke noch gar nicht gemacht komplett. Das ist schön. Dann können wir nämlich die jetzt gerade machen. Da sollten die Steinlein eigentlich reichen. Reichen sie oder nicht? Jetzt machen wir erstmal die Mauer hoch. Das ist mal das allererste. So, ich bin mal gespannt, wie hoch wir überhaupt kommen werden mit dem Turm. So, bei dem können wir eigentlich recht schnell herstellen, die Steine hier. Dreh dich mal hier hin, genau. Dann sehen wir auch ein bisschen was. Und hier war die Decke, das ist super. Dann machen wir hier noch zu. Das kleine Hummelchen baut sich ein Reich aus lauter Türmen. Hier noch. So, ich bin mal gespannt, wann das Patch kommt. Da bin ich echt mal gespannt. Vor allem, was da alles drin sein wird dann, ne? Was da alles drin sein wird. Ich habe da jetzt noch nicht wirklich viel gelesen drüber. Ich weiß nur das, was kommt. Und dass einiges halt dabei sein soll, ne? Vielleicht kommen, ich weiß ja nicht, vielleicht fixen sie auch noch ein paar Sachen mit. Das machen sie ja meistens mit einem Patch. Da gibt es bestimmt noch ein paar Bugs, die wir noch gar nicht so gemerkt haben. Und das kleine Hundle interessiert mich halt, dass da mitkommen soll, ne? Das Haustier. Das holen wir uns dann als erstes. Und ich glaube, neue Ausrüstungssets habe ich gelesen. Irgendwas habe ich gelesen die Woche, dass da auch neue Sets dazukommen. Da bin ich natürlich dann mal tierisch gespannt. Aber natürlich haben wir als erstes jetzt mal noch das Ziel, bevor da überhaupt ein Patch kommt. Level 30 müssen wir noch werden. Und dann haben wir ja natürlich den Tesseract noch zu probieren. Da müssen wir Kristallkugeln sammeln, unsere Waffe ausrüsten. Was auch noch offen ist, wir haben noch einen Haufen Werkzeuge, die nicht aufgerüstet sind. Jetzt ist fertig mit Material. Guck mal, es hat noch nicht mal komplett gereicht. Aber schaffst du das, Bobbesle? Naja, 160 Schaden, das nimmt der Krieger doch locker mit, oder? So, dann haben wir die Geschichte. Haben wir noch genug Kupfer? Das werden wir gleich sehen. Wir brauchen jetzt unsere Blöcke. Diese da. Wie viel machen wir? Wie viel kriegen wir? Ah ja, schau mal. Da haben wir wieder eine ganze Fuhre voll. 56 Stück. Da bin ich schon ein bisschen stolz. Das ist super. Sollen wir die noch versetzen? Vielleicht können wir die noch versetzen. Hier sind die Mischwaren drin. Da habe ich jetzt aber nichts mehr übrig, außer das da. Goldblöcke waren hier keine mehr übrig. Da können wir auch mal sammeln. Vielleicht bauen wir aus dem Zeug auch noch irgendwann was. Grauer Beton. Ein Eisenplatten. Ja, dann lass mal kurz gucken, bis der... Grauer Beton und Eisenplatten. Den wollte ich auch noch mitnehmen, genau. So. Jetzt wollte ich aber das da in den Rucksack schmeißen. Ja, dann gehen wir mal kurz runter. Dann setzen wir unten noch ein paar Blöcke. Warum nicht, ne? Hier sind wir nämlich auch noch nicht ganz fertig. Hier können wir zum Beispiel mal zumachen. Das schadet bestimmt nicht. Dum, 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 da, da, da. Und so kommen wir halt immer Stück für Stück mit jeder Folge ein bisschen weiter. Ich mache ja eigentlich neben den Folgen bei Portal Knights jetzt nicht viel Zusatz. Außer halt die Abgrabungsgeschichte, ne? Dass wir immer wieder mal ein bisschen Gold haben für den dunklen Turm. Aber ansonsten spiele ich eigentlich nur alles mit euch.
Weißt du? Also ich mache da jetzt im Vorfeld auch keinen großen Aufriss, wenn ich irgendwas suche oder so. Ich mache das dann einfach so, wie es kommt. Aber ich glaube, die meisten finden es auch in Ordnung, ne? Hoppla, ist er wieder einen versetzt. schon fertig? Nee. Aber wir müssen näher hin, Bobbes. Guckamo, du musst da näher hingehen. So. Jetzt haben wir das grüne Haustier hier dabei. Ich finde den ja schon ziemlich schräg, ne? Sollen wir den drin lassen hier, den Obelisk? Gucken wir mal, ob wir da... Ah, Bobbes! Bobbes! So. Mal gucken. Nee, ich glaube, den kann man hier nicht setzen. Da hat sie gar keinen Fehler gemacht. Das war einfach... Oder? Nee, guck mal, das geht. Man könnte den drin lassen. Den lassen wir einfach in unserer Hütte drin, würde ich sagen. Da können wir auch noch. Her, geil. Den lassen wir drin im Häusle. Dann haben wir einen Obelisk im Haus. So, weißt du? Der ist jetzt integriert in unsere Heimat. Alles klar, jetzt guck mal nach dem Gold. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen mehr Lust drauf noch hinten. Vielleicht die Treppe eins hoch zu zieren. zu zirben. Zirbenschnaps. Nein, zu zwirbeln. Zwirbeln. So, komm, hol das Gold ran, Digga. Hier, da wird's. Ja, es wird schon langsam. Den Boden müssen wir hier legen, da muss ich Material besorgen. Ah ja, guck mal, das ist halt schon eine aufwendige Geschichte. Ne, wenn man dann überlegt, dass wir immer nur so ein paar Minütchen was machen. So. Da. Aber solange es okay ist und Spaß macht, lassen wir es halt so, oder? So, pass auf. Dann kommt die Geschichte hier hin und die Geschichte hier hin. Und dann gehen wir nochmal hintere. So, als letzte Instanz vom Bauabschnitt. Lalalala. Da haben wir das letzte Mal nämlich aufgehört, die Treppe zu setzen. Und ich habe überlegt, wir setzen die Treppe seitlich, ne? War das seitlich? Haupteingang unten ist klar. Guck mal, hier hast du den Versetzer drin. Den kannst du noch abbauen. So, und jetzt kommen wir mit der Treppe hier so rum. Nee. Weißt du was? Das ist jetzt die Frage. Wenn ich hier reingehe, dann hätte ich ja eigentlich da drüben schon hochbauen müssen, ne? Ja, das ist ja, es geht einmal um die Tour, oder wir setzen sie mal an die gleiche Stelle. Das haben wir das letzte Mal entschieden gehabt. Ja, das ist zwar natürlich jetzt viel mehr Gold, das wir dann brauchen. Ich kann ja auch. Wir können ja eigentlich theoretisch erstmal so. Weißt du, eine Zweierbahn setzen. Es muss ja jetzt nicht unbedingt gleich eine Dreier sein, dann kommen wir nämlich auch hintere. Ich kann auch eine Einserbahn setzen, aber dann fliege ich wahrscheinlich öfters runter. Mit meiner Geschicklichkeit. So, und jetzt müssen wir halt da drüben dann genau aufpassen, wie wir anlegen. Sehr schön. Ja, guck mal, das langt nämlich. Das können wir ja dann später ausweiten auf drei Blöcke, weißt du? Dass wir halt wirklich mal die nächste Etage hier einzeichnen können, weil das Material obsidianmäßig Hammer. Jetzt pass auf. So, so. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das überhaupt geht. Dann müssten wir hier theoretisch schon anfangen hochzusetzen. Ich mache es identisch mit dem unteren, würde ich sagen. Der untere liegt hier noch auf der Ebene. Das wäre dann so, so, so und so, ne? Aber das muss ich jetzt prüfen, ob das stimmt. Das sieht mir nämlich nicht so aus. Dann wäre hier noch einer Bobbes und hier. Jetzt stehen wir über dem und dann wäre aber hier auch noch einer. Na, guck mal, du musst noch weiter hoch. Da müssen wir noch weiter hoch, weil wenn ich die... Ah ne, halt mal hier. Hier kann man schon rein. Da kommt aber ein doppelter Boden rein, haben wir gesagt. Ne? Jetzt muss ich kurz überlegen. Hier kommt jetzt noch ein Boden rein. Das heißt, der Eingang wäre tatsächlich dann hier. Also wenn wir hier hochfahren, hier wäre der Eingangsstein. Das heißt, hier müsste dann Gold liegen. Und hier? Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt hier und hier noch hinmache, habe ich jetzt Weg gemacht? Das wollte ich natürlich nicht. Da kommen wir aber nicht ganz runter, ne? Da kommen wir nicht ganz runter. Nee, das muss ich anders umsetzen. Ich glaube, ich muss hinten das ganze Zeug nochmal abbauen. Oh, das teure Gold, Bob, ist nicht verholzen. Ich glaube, wir machen das einfach so wie im anderen Ding auch, dass ich hier praktisch nur eine Bahn hin habe. Dann baue ich das jetzt hier nochmal komplett ab. Da muss ich eine Erdbrücke drunter legen. Dann bauen wir das komplett ab und gehen hier praktisch schon hoch, dass man dann einmal links und einmal rechts jeweils in die Zimmer reinkommt. So machen wir das. Das mache ich aber in aller Ruhe. Ne, da muss ich jetzt erst eine Erdtreppe bauen, sonst ist die Folge gelaufen. Das ist okay. Das setze ich um, das zeige ich euch dann beim nächsten oder übernächsten Mal. Weil so hat es keinen Wert. Außerdem sieht es auch schräg aus, wenn ich ehrlich bin, dass man einmal um den Turm rumlaufen muss, dass man überhaupt in die nächste Etage kommt, weißt du? Haben wir da alles ausgeräumt gehabt? Ja, ne? Dann räumen wir jetzt kurz unser Gold da wieder rein. Hier kann das alles rein, genau. Da haben wir das restliche Gold dafür, den haben wir hier. Dann haben wir die Rohsteine eigentlich hier oben. Da ist auch noch Platz. Dass ich es halt wieder finde, weißt du? Deswegen mache ich hier lieber eine Sekunde länger einräumen. Dann haben wir die Geschichte. Das kann auch hier rein. Bettung war eigentlich wieder unten eher.
Wobei ich da auch wieder einen neuen machen muss. So, ein paar Erze haben wir noch, dann können wir aufs Event gehen. Dann gehen wir uns auf die Mission noch ein bisschen da rumklatschen gleich. Ah, hier ist auch nochmal Obsidian. Den tust du jetzt auch noch weg, komm. Nein, oben drüber. Sodele. Oh, da ist voll. Au, oh, da ist voll. Da ist jetzt voll, Bobbes. Dann mach den hier raus. Dann setzen wir lieber den da runter. Das weiß ich dann auch. Alter, ich habe hier schon gemischt alles. Ja, alles klar, weißt du was? Dann nehmen wir die grauen Betonblöcke. Nehmen wir jetzt einfach mit. So, alles klar, Leute. Dann gehen wir auf Mission. 36 Minuten, Stündler haben wir noch. Alles klar. Reisen. Ich weiß gar nicht, was die da von uns wollen, aber das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. Schalala. Ah, oh ja, muss ich auch noch ankündigen. Es wird eine kleine Änderung geben im Uploadplan. Also wir werden wieder Portal Knights im Zwei-Tages-Rhythmus machen. Ja, spätestens ab nächste Woche. Es gibt dann einen Übergang, ganz normal. Die Montagsfolge kommt noch, wie gehabt. Und dann erst wieder Mittwoch, Freitag, Sonntag und dann wieder immer im Zwei-Tages-Wechsel. Ihr wisst, was ich meine, ne? Muss ich machen aus Zeitgründen momentan. Wird praktisch im Wechsel mit Lego Worlds laufen. Also ein Tag Lego Worlds, ein Tag kommt dann Portal Knights. Und da gibt es die Verschiebung alle zwei Wochen. Das sind die Grunzer, aber die können wir jetzt eigentlich machen, oder? Da gibt es dann halt alle zwei Wochen eine Verschiebung am Tag. Also es wird kein fester Tag mehr sein, ne? Lässt sich aber für mich momentan nicht anders machen. Was mit dir? Wo sind der andere jetzt hin? Wow, die machen Damage. Guck mal, die sind aber auch... Was haben die da so? Einen roten Mund? Angemalt. Habe ich alles an mit ihr? Ja, ne? Ah ja, die sind 28, deswegen bin ich gerade so ein bisschen geschlaucht. Ja, also hier, das, ich könnte die natürlich einzeln pullen, das ist klar, aber ich habe ja einen Krieger. Und der Krieger soll ja im Nahkampf agieren. Das heißt, ich muss hier natürlich auch ein bisschen rausfinden, immer was der drauf hat. Wenn ich die jetzt einzeln pull, hätte ich wahrscheinlich halt weniger Probleme. Aber so weiß ich zumindest, wie weit ich mit ihr gehen kann, weißt du? Wechsel mal das Ziel, genau. Wenn er schon hier rumsteht. So, den Hammer. Der rennt jetzt natürlich, aber nicht mehr lang. Hol ihn dir. Bobes. Alter, die Nerven halt, ne? Mit ihrer Wegrennerei. So, und zack. Sehr schön. Dann haben wir die Geschichte. Wie viel fehlen uns noch? 3-2. Ja, das passt doch. Das geht doch. Und guck mal, sie regeneriert sich halt auch durchs Kämpfen. Und wenn sie dann einen getötet hat, das ist also schon gut. Ja, auf den Grünen. Auf den Grünschnabel. Halt. Ach, Alter. Dann lauf erstmal richtig hin. Jetzt hat er sich selber eingekerkert. Hier die nächsten. Zack. Mal gespannt, ob wir irgendwann mal so eine Kugel bekommen bei so einem Event. Ich weiß noch, zur Early Access hat man gesagt, dass eigentlich die Hau-Quests keine Kugeln geben. Aber waren jetzt schon Kommentare dabei, die gesagt haben, doch, doch, mit Level 30 habe ich da XY Kugeln bekommen pro Quest, ne? Ja, da war halt der Waldläufer gescheiter, ne? Bei den Wegrenner-Dingern. Komm her! Grünschnabel! So, Alterle. Wir brauchen mal mehr Geduld, ne? So, was haben wir denn? Noch 5 von denen brauchen wir. Und die Anführer noch 3. Haha, da ist ein Anführer. Ah, das sind auch die, wo diesen Schwerthieb machen. Dem könnte man vielleicht ausweichen ab und zu. Na, jetzt zu spät. Müsste jetzt schon ausweichen. Und dann wieder hin. Anführer haben wir. Fehlt uns jetzt noch 2. Und hier haben wir nochmal einen Grünschnabel mit der Keule. Oh, der ist gut. Der sitzt gut. So ist schön. Wie viel EP haben wir denn jetzt? Wie viel fehlen denn noch? Das dürfte doch jetzt auch bald erledigt sein, oder? Hier ist eine schöne Latte an dem. Oh, guck mal, den haben wir jetzt reingeschubst ins Lava. Nimmst du da Schaden, wenn ich dich da reinschubst, Digga? So, schön. Die rennen nicht weg, die Anführer. Das war jetzt der vorletzte. Oh, jetzt haben wir ein paar zusammengepumpt. Alterle. Alterle! Aber schau mal, pro Töten. Ich glaube, pro Töten kriegt sie X Herzen, oder? Siehst du, wird so fast wieder voll. Dann regeneriert die wunderschön. Stopp, hier. Den Anführer noch. Der letzte seiner Sorte. Super. Passt genau, ne? Da haben wir tatsächlich ein bisschen gebaut. Vielleicht machen wir demnächst mal eine komplette Baurunde nur. Oh, wir sind aufgestiegen. Noch 3 Level, dann haben wir Endlevel, Leute. Freue ich mich. Dann haben wir die Geschichte auch weg. Hier fehlen uns auch nicht mehr viele. Sind das jetzt 2 Anführer? Nee. Noch ein Mob, Alter, ne? Das kriegen wir locker hin. Das ist ja wunderbar. Da kann ich noch ein bisschen abbauen gehen. Habe ich ein bisschen Zeit noch rausgeholt. Hier, der letzte. Den brauchen wir noch. Noch 3 Level. Das kriegen wir jetzt auch noch hin. Alter, bleib stehen. Entkommst du uns doch nicht.
Das war's, Quest erledigt. Alles klar. Da ist noch ein EP, hol dir das mal noch ran, Alter. Siehst du? 1800 EP liegen lassen, geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ja super, dann machen wir heute an der Stelle einfach auch Schluss, ne? Weil ich würde jetzt sagen, ich gehe noch ein bisschen Gold abbauen. Vielleicht besorge ich uns aufs nächste Mal auch noch ein bisschen Titan, weil uns... Hallo? War mir klar, dass da Magen sind, aber die sind ja immer da unten. So, jetzt habe ich natürlich keine Fackel. Gut, alles klar. Bobbisle, raus hier. Raus hier. Siehst du, mit dem Bergbaubohrer, Mensch, toll, dass ich das jetzt endlich mal probiert habe. Hat mir ja schon öfters jemand einen Tipp gegeben mit den Bergbauklamotten. Weil jetzt merke ich es gerade, ne? Wenn du hier jetzt eine Weile bohrst, ist es verbraucht. Und mit den Bergbauklamotten glaube ich nicht, dass sich das nochmal runter verbraucht. Also da braucht man keine Schleifsteine mehr auf jeden Fall. Ich habe halt ein bisschen Wolle ranfarmen müssen, aber ist ja in der ersten Welt kein Problem, Baumwolle zu besorgen. Ich habe da jetzt auch gleich nachgesetzt. So Leute, dann mache ich an der Stelle Schluss. Wir müssen es nicht unnötig in die Länge treiben. Beim nächsten Mal bauen wir wieder ein bisschen mehr, würde ich sagen. Hatte ich auf heute schon geplant. Allerdings ne, habe ich jetzt das Gold erst zu spät ranfarmen können. Das konnte ich noch nicht vorbereiten. Aber jetzt haben wir ja Material. Ich werde jetzt den Turm umbauen, wie ich es gesagt habe, mit der Leiter. Beim nächsten Mal machen wir da weiter. Bis dann.